willkommen zurück zu LS15 Nockerholm, die 2.0 und ja, mit Randy und Freezy. Hallo. Hallo. Sag mal, habt ihr den Ladewagen da schon oben bei euch? Ich hab den Ladewagen hier schon Stroh eingesammelt, fahr ich gerade die erste Fuhre runter. Ja. Miep, miep. Warum? Ja, weil ich damit hochkommen wollte. Kannst du direkt schon ansehen, wenn du willst. Ja, erstmal düngen. Der Ladewagen macht gerade, was er will mit dem Deutz hier. Na, 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 na. So, wie viele Kühe brauchen wir ungefähr? 30 Stück erstmal? Ja. Ich denke, die werfen dann schon ganz guten Milch ab, oder? Ja. Wollen wir komposttechnisch das wieder abpacken? Weil das hat sich schon gelohnt, oder? Bin ich bereit. Für ja. 3 so eine Kisten eigentlich schon ziemlich fett. Wenn es mir aber irgendwie löse. Bin ich mir eben gerade nicht so sicher, aber ich denke schon. So. Na, 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 na. So, rein damit. Kompost, frischer Kompost. Oh, wir haben keinen Diesel mehr. Was, unten oder oben? Der Kompost. Da könnte sich der Freezy den Hänger schnappen und von oben nach unten Diesel bringen. Kann wenn der er mit dem Feld fertig ist. Glücklicherweise nicht, oder? Glaube ich nicht, nein. Aber wir probieren es trotzdem, was soll's. Gut. Genau, dann einmal den Diesel hier runter. 10.000 Liter, kannst du einmal voll machen. Ach, so. Alles klar. Und soll das jetzt hier Raps drauf? Raps? Das, warum da Raps drauf ist? Ja. Ich glaube, um unseren eigenen Diesel zu produzieren. Genau. Hm. Dass den Dünger hier eben am Feld stehen. Mhm. Warum ist hier Raps drauf? Wie viel müssen wir denn davor produzieren eigentlich wegen der Farmcom? Weil die ist ja nächste Woche, ne? Ist Farmcom, Leute. Hier, Sonntag, nächste Woche Samstag, sehen wir uns auf der Farmcom. Gell, wisst ihr Bescheid. Mhm. Sind wir dort. Ich nur in Elefantentanga und Randy... Mit Rizzy's Mom, ja. Ist aber schon alles angekündigt worden. Eigentlich, wenn... müssten wir nur 2 Folgen vorproduzieren von Ackendorf und eine von, rein theoretisch müssen wir einfach nur den Aufnahmetag halt woanders legen, weil halt Samstag und Sonntag nicht geht. Deswegen sage ich ja 2. Hätten wir Montag, Dienstag, dann wären wir auch nicht im Stress. Ach so, ja. Wir haben nur die 2 Anhänger, oder? Yes. Brauchen wir das Weizen jetzt erstmal? Wie viel hast du drin bei dir? 17-18%. Zumal Raps. Eine ganze Ecke, oder? Ja, na jetzt 2 Bahnen, 20%, das eieiei. War nochmal leer. War nochmal fix leer. Weil ich brauch die Anhänger. Ja, fix, siehst du, wie lange das ja dauert, bis das Rohrlehne draußen ist. Ja. Kommen wir ja von dir. Bei mir fährt sich's wenigstens noch aus. Den kleinen gefunden hast, ne? In den unendlichen Weiten deiner Shorts. Mhm. Sprichst du aus Erfahrung, wie ich raushöre? Naja. Mhm. So, Lagermaß war den Quatsch. Ja, das passiert, wenn man sich eine Mikrowelle wünscht und einen Mikropenis kriegt. Wo hast denn den schon wieder her, Alter? Wisst schon, ich hab's gerade so rausgezaubert. Ach komm, laber nicht, ey. Doch, doch, den hab ich gerade echt rausgezaubert. Was, aber ja auch, jetzt willst du ja Konkurrenz machen, oder was? Ja. Wahr sein. So, wo
sollte jetzt da runter, genau. Da 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 da. So. Ist er dir, Schweigen der Götter oder was? Ja. Gerade Gedenkminute für deine Mom. Nee, da sage ich jetzt nichts drauf, sind so, dass wir da. Oh. Hey. Yeah. Ja, weißt du, schaut mal was raus. Es ist Sonntag. Sonntag ist immer chillig. Oh, ja, minus 14.000, ey. Was geht denn jetzt ab? Ich wollte gerne mal mit ihren Vlog machen. Willst du einen Vlog machen? Hm. Oh, mal so, einfach mal. Oh, mit wem denn wohl? Einfach mal so gechillt und einfach so, obwohl gut, sie hat mit der ganzen Szene ja noch gar nichts zu tun. Gut, sie weiß, was du machst, so im ganz Groben. Sitzt vor dem PC und macht irgendwas im Internet. So umschreibt das meine Oma beispielsweise. Ja, Sonntag, das ist, ja, Sonntag ist halt Sonntag. Bin gespannt, ob wir nächste Woche Sonntag auch wieder um die Uhrzeit aufnehmen. Nächste Woche Sonntag um die Uhrzeit sind wir auf der Farm kommen, du Blebo. Stimmt. Also du meinst ja rückblickend, ja. Ja, dann rückblickend. Ey, dann streamt er ja auch nicht, ne? Wer? Ja, Tino schon, ich nicht. Freitag stream ich. Ich zieh dann einfach. Oder ich zieh halt einfach vor aufs Donnerstag oder was weiß ich genau. Ne? Diskutieren wir dann aus, wenn es soweit ist. Ja. Hast du gesehen, Füßi, wie ich die zwei Anhänger hier perfekt rückwärts rangefahren habe, um sie zu beladen? Hat noch nie was Schöneres gesehen. Ja, kann ich mir vorstellen. Oh, es ist 11.19 Uhr, meine Freundin steht schon hinter mir. Ich jetzt erzähle, dass ich noch 8 Minuten brauche, dann ist es, Moment, 11.26 Uhr, 4 Minuten, der 100 Meter Fußweg. Es wird eng. Schaff mal. Hört mir. Ja, ich kann die Zeit nicht. Mach hin, ich wollte gerade sagen, die Zeit kann man jetzt nicht beschleunigen. Also 15 Minuten sind 15 Minuten. Ja, echt leid. Ich bin auch jetzt nur 10 Minuten so machen. So hübsch aus, hab ich das heute schon gesagt. So hübsch aus. Das ist eine volle Motivation. Was denn? Krieg ich einen Kuss? Weil du bist so hübsch. Das ist ein Argument. Mal schauen. Krieg ich einen Kuss, weil du bist so hübsch. Idealer Anmachspruch. Ohne Witz. Ja, du hast am. Das ist ein guter Anmachspruch? Ja. Also, das hab ich dir noch gar nicht erzählt. Freezy hat natürlich am Samstag letzte Woche beim Stream wieder ihn rausgehauen. Das hat er schon wieder gemacht. Das war Freitag. Ach ja, naja, dann am Freitag bei meinem Stream ihn rausgehauen. Da ging es um irgendein Lied, was ich abgespielt habe. Und das hat er anscheinend von Mimi ein Video gesehen. Ja. Wo das Video damit eingeblendet war. Und das war im Endeffekt so eine Tanzchoreografie von vier solchen Asiaten. Und was sagt er im Chat, wo ich das Lied abgespielt habe? Ey, ihr müsst euch das YouTube-Video angucken, das sind voll die heißen China-Mädchen. habe ich ihn darauf hingewiesen, dass man das Asiatinnen nennt. China-Mädchen. Ja. Asia ist größer wie China. Lieber Freezy. Es ist ein Kontinent. Ja, ja. Asien? Asien ist ein Kontinent. Also in dem Sinne, Asien besteht nicht nur aus China. Nee, das stimmt. Naja, China-Mädchen, ja. Ich hab doch gar nicht erzählt diese Woche. Oh, das haben wir gar nicht geredet, ey. Ja, dann gib Gas. Ne, das hab ich zwar im Stream schon erzählt, aber ich hab das allererste Mal in meinem Leben Sushi gegessen. Alter. Ne? Und ich war total begeistert. Ich hätte nie gedacht, dass das so lecker ist. Aber man muss dazu sagen, es muss natürlich auch gut gemacht sein. Es gibt da bestimmt auch. Es gibt bestimmt gutes Sushi, schlechtes Sushi und wenn es aber richtig geil gemacht ist und wirklich ausschließlich frische Zutaten, das ist glaube ich auch extrem wichtig, dann ist Sushi schon ganz schön der Obershit, ne? Also alter Schwede. Sag mal, was machst du eigentlich da, du Sushi-Man? Wie? Kannst du mal die letzte Schwaden hier vom Feld aufsammeln? Ob du mal dumm bist? Ey, ich mache hier vielleicht den Kompost hier, einen heißen Ritt auf den Kompostmaster gerade. Ja, wie schmeckt eine Sushi, abgesehen nach Fisch? Also, es ist erstens, was ich nie gedacht hätte, es macht extrem satt. Okay. Also, das ist echt krass. Aber das liegt, ist dem geschuldet, dem Reis halt, ne? Also, da ist ja nun dieser Reis, und da ist ja eher Leis. So ein bisschen so... Hier, und den Salmonellen. Und der Lammreis. Ein Blätscher.
Kein Plätschern, bitte. Ja, und das ist ja so richtiger Pappreis. Ja, und also, das ist schon krass. Und ja, und dann kannst du ja alles. Sushi ist ja wirklich alles. Gibt's keine Grenzen. Und am geilsten sind aber unter anderem auch so die Soßen, wo du das dann eintunkst. Und da war zum Beispiel so ein Teller dabei mit so drei Dingern. Und da war auf dem einen war so eine dunkle Soße. Warte mal, Kompostmaster, Info, Abfall, ja. Ja, auf dem einen war so eine dunkle Soße drauf, die war übelst genial. Und auf den anderen war Wasabi. Bah. Wasabi, das ist so eine grüne Creme, kennst du das, René? Ja. Ja, das ist so eine, in der Tat. Das ist so eine grüne Creme und alter Schwede, ey. Also die brennt dir mal kurz alles weg. Schaff ich so. Ja, also das ist echt heftig. Und ja, und dann war noch so Ingwer. Ja, da habe ich mir sagen lassen, Ingwer, das ist wo wahrscheinlich so zum Geschmack neutralisieren, wenn du verschiedene Sorten Sushi wohl isst oder so. Also bin ich mir jetzt nicht so sicher, aber ja, bei der zwei Sorten. Ich habe das mit einer Freundin eben zusammenbestellt und ja, wir haben uns das geteilt, weil wir haben beide noch nie Sushi gegessen und wollten es eben unbedingt mal ausprobieren. Und zwar unglaublich lecker. Also kann ich jedem nur empfehlen. Wirklich. Aber so teuer wie es ist, oder? Naja, gut, wir haben so einen Teller bestellt, da waren 8 so eine Sushi-Dinger drauf, so eine kleinen Rollen hier. Die haben 7,90 € gekostet. Aber wenn zwei Personen satt davon geworden sind, passt das, ja? Naja, zwei Personen satt. Also, ich hatte schon Abendbrot gegessen. Also. Das war ja wirklich nur zum Probieren, aber wir haben, wie gesagt, also die 8 Rollen alleine, da isst du nichts mehr. Ja, und das für 7,90 € ist voll okay, also man muss auch dazu sagen, wenn man frische Zutaten will, dann kostet es halt einfach auch mal 1 € mehr, das ist halt so. Was natürlich jetzt, nee, das klingt. Und man muss halt Fisch mögen. Das klingt jetzt sau doof. Was? Ist da, wo das Essen billig ist, ne, das ist nicht frisch. Naja. Obwohl ich mir manchmal so denke, gerade in diesen Dönerläden, normalerweise müssen die ja ihren Spieß wechseln, ne? Ja. Müssen den ja abends abmachen, dürfen den ja am nächsten Tag nicht nochmal. Ja. Und ja, wer macht denn das? Angenommen, du machst jetzt so einen Spieß drauf Nachmittag, verkaufst noch Döner und so weiter und der Spieß ist noch, keine Ahnung, 60% voll. So, haust du den da weg? Du's machen. Nö, da kannst du es nur irgendwie billiger verkaufen. Ja, oder so, wie du es halt nicht machen darfst, oder verkaufst dann halt billiger, dass es weggeht. Ja. Das ist schon, also gut, ich meine, die Frage ist, muss man es wirklich nach einem Tag wegschmeißen, ne? Kannst ja auch. Ja, es ist halt immerhin, ja. So eine Hygienesache. Oh, das geht ja gerade nicht hin. Ist eine Hygienesache, das ist wohl wahr. Aber da gibt es jetzt, das hat geil Leo vorgestellt, das ist eine App, ich weiß gar nicht, Two Foods Good oder irgendwie sowas, das ist auf jeden Fall eine App. Da kannst du Essen bestellen, aber alles Reste essen. Sprich Restaurants oder Geschäfte, die sich daran beteiligen. Okay. Ja, da kannst du dann halt, was weiß ich, ne, so ein Sushi-Restaurant, ne, die Sachen dann alles klar, du kriegst halt so eine Box, ne, die kostet statt 12 € nur 3 €. Und musst du abholen zwischen 19.15 Uhr und 19.30 Uhr. Ne, dann musst du das in der App bestätigen, ne, kaufen. Dann gehst du dorthin. Und ja, dann kriegst du halt deinen Beutel da gefüllt, was halt übrig ist, so auf Deutsch übersetzt von den Zutaten, bevor sie es wegschmeißen. Dann bestätigst du den Kauf und dann. Und dann passt das. Ne? Ist richtig, aber was ich mich gerade frage, ist, das sind aber keine Sachen, die auf den Teller wieder zurückgekommen sind, weil die Leute. Nee, das ist nur, das sind nur von Dingern halt, also, wo vom Buffet übrig bleibt. Richtig, und was vom Buffet übrig bleibt. Richtig, was sie im nächsten Tag nicht mehr nehmen können. Klasse. Ja, das ist so ein dänisches Startup, was es jetzt auch halt nach Deutschland geschafft hat. Mit 123 Restaurants gibt es mittlerweile deutschlandweit. Ich habe schon geguckt, bei uns ist leider gar nichts. Das sind nur solche Ballungsgebiete. Leipzig, Dresden, ja, Berlin, genau. Dortmund, sowas halt. Aber das finde ich mega cool. Ja, ne, mega. Das finden die, das sind die. Denk mal so ein Buffet, gell? Bestellst ein Buffet, Hochzeit oder irgendwas, nur mal als Beispiel, oder Geburtstag. Noch einfacher, bestellst Buffet, 30 Leute, 25 sind gekommen oder 30 sind gekommen. Meistens sind die Buffets ja, wenn du für 30 bestellst, für 40 oder 50. Und Dings, und dann was übrig ist, hauen die in die Tonne. So, und nö, da kannst du dir das abends günstig abholen. Ja, wie geil ist das denn? Ja, sag ich auch die Unternehmen, bevor wir es wegschmeißen. Ja, also top. Definitiv. Haben wir's noch so Geld umsetzen. Na gut. In diesem Sinne, aber Leute, tut mir echt leid.
Aber wir müssen jetzt erstmal Schalus machen, denn es ist Mittag und wir sind fertig. Lasst das Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Einen schönen Sonntag noch. Nächste Woche sehen wir uns Samstag hoffentlich auf der Farm kommen. Schreibt mal in die Kommentare, wer alles da ist. Und Infovideos hier schon. Raus. Peace. Tschüss.